Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Halo ohne Together. Ja, der liebe Tom, mit dem ich ja bisher dieses Let's Play gemacht habe, ist leider nicht mehr verfügbar. Der gute Mann hat viel zu tun mit seinem Privatleben, ist ja auch ein Okay. Dummerweise hat er deswegen jetzt auch sein Hobby des YouTubens aufgegeben. Oder keine Ahnung, ich nehme es mal an, weil meldet sich immer so selten. Aber gut, was soll's. Wir spielen jetzt alleine weiter Halo. Also nur noch ich werde euch in diesem Let's Play unterhalten. Ich hoffe, das kotzt euch so richtig schön an. Ja, ein Vorteil hat die Sache. Ich starte erstmal das Spiel, dann kann ich das während des Ladens noch erzählen. Ein Vorteil hat das Ganze, und zwar können wir jetzt die Kinect-Features des Spiels nutzen. Ich habe ja zum Glück eine Kinect, von daher kann ich euch da mal ein bisschen was zeigen. Und zwar die Sprachsteuerung, die dabei ist, ne? Aber das sehen wir dann in Game, ne? Wir sind jetzt auf jeden Fall im Level 3 for free Guildsborg, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe jetzt nicht hingeguckt und nicht gelesen. Aber egal. Ich habe schon ewig nicht mehr Halo gezockt, ey. Glaubt ihr, wie lange das her ist? Und ich muss noch mal kurz auf mein Mikro. So, jetzt müsste es losgehen. Ach, das Level, ja. Das ist schön. Über 12 Stunden soll das her sein. Mein Gott, dann müssen wir langsam mal was tun. Weil wir müssen ihn ja finden, ne? Und ich werde das mal ganz kurz, Video müsste es sein, den Untertitel anmachen. Hallo. Ach Mann. Video. Untertitel. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. So, 3D mache ich nicht an, obwohl es gehen würde. Ah, speichern. So. Und hier, wie gesagt, wir haben jetzt Zugriff auf die Kinect-Features, im Prinzip die Sprachsteuerung des Spiels. Ich habe das mal auf Englisch gestellt, ganz einfach aus dem Grund, dass ich das hier nicht aus Versehen auslöse, indem ich Deutsch mit euch rede, sondern dass ich halt prinzipiell Englisch reden muss. Jo, gucken wir uns gleich mal im Spiel an, wie gesagt. Gut. Also, wie gesagt, wir können jetzt über Sprachsteuerung beispielsweise in den klassischen Modus schalten. Classic! Viel Glück, Sir. Na gut, oder auch nicht. Classic! War der Sprachbefehl anders? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Wie war denn der? Doch, Classic war es doch. Ah. Classic. Ah, jetzt hat er es gemacht. Guckt da mal. Und jetzt haben wir hier die alte Grafik. Und wir können natürlich auch wieder auf Remastered. 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 Okay, oder wir drücken einfach die Back-Taste, dann läuft das auch. Ich verstehe gar nicht, warum ich meine Kinect so schlecht hört. Ich stelle sie mal ein Stück näher ran. Vielleicht klappt ja das mit dem Nachladen besser. Reload. Reload. Ich kriege hier gleich Anfälle. Ach ja, schön. Vielleicht stelle ich es doch mal auf Deutsch um. Vielleicht kann er ja auf Deutsch besser. Ich hatte bisher positive Erfahrungen mit diesem System. Muss ich euch ehrlich sagen. Ich hatte bisher positive Erfahrungen. System. Ja, das System ist ja Deutsch, ne? Nachladen. Ja, guck mal, auf Deutsch klappt's besser. Na gut, das liegt vielleicht daran, dass ich kein Engländer bin. Klassisch. Okay, das klappt trotzdem nicht. Egal. Wir schießen einfach, ne? Wir machen jetzt einfach Halo. Oh, wir Gegner. Wir spielen jetzt erstmal ganz normal dieses Level. Und ich höre trotzdem irgendwie Sprache, aber ich sehe keinen Untertitel. Entschuldigt, dass ich das jetzt hier alles einstellen muss, aber wie gesagt, ich habe Halo schon ewig nicht mehr gespielt. Musik verbessert. Da Demo, also eigentlich ist der Untertitel an. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und ihr habt dort gerade unten in der Ecke mein Xbox Live Gamer Tag gesehen. Das nutzt euch allerdings gar nichts, dass ihr den kennt, weil ich werde euch nicht annehmen. Wenn ihr mal mit mir Halo oder allgemein Xbox zocken wollt, dann schreibt mich am besten vorher auf YouTube oder ähnliches an. Ihr dürft mir auch gerne in Xbox Live eine PN schicken. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, allerdings geringer. Also wie gesagt, wenn ihr mal mit mir zocken wollt, alles gar kein Problem. Müsst mir halt nur vorher Bescheid sagen, weil ich werde euch nicht einfach so annehmen. Jetzt stirb einfach. Alter, ja, treffen. Nachladen. Naja, klappt doch. Es war total unsinnig, das so zu machen. Aber hey, es funktioniert. Wer ist es so schön, nur weil man es kann, muss man es nicht nutzen, ne? wo ist denn der Gegner? Da, vorne ist er. Schnauze. So, da lebt ja immer noch was. Tschüss. Nachladen. Gut, das macht er jetzt gerade ganz gut. Wartet mal, ich werde noch mal was probieren. Waffe wechseln. Oh, naja, okay. Es funktioniert, man muss es nur nicht machen, ne? Ob man es nutzen muss, ist eine andere Sache, ne?
klassisch. Ah, klappt auch, okay. Jetzt habe ich bloß vergessen, wie die Steuerung, wie der Befehl war, um wieder umzuschalten. Egal. Ach, guck mal, hier ist ein Landungsschiff. Wir haben uns in einem großen Komplex in einem Sumpfgebiet verschanzt. Aber ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Ja, okay, das hier ist eindeutig ein großer Komplex. Bitte, bitte. Das hier ist eindeutig ein großes Sumpfgebiet. So, und das ist auch eine der Stellen. Also ab jetzt beginnt Halo im Prinzip auch wieder, wo ich nicht so sehr Bescheid weiß, was, wie, wann und wieso passiert. Ich kenne jetzt bloß noch grob die Story, weil das hier habe ich echt alles nicht mehr im Kopf. Muss ich aber zum Glück auch nicht, ne? Gut, sehen wir uns mal um. Ich laufe bestimmt in die vollkommen verkehrte Richtung. Aber irgendwann wird mir das Spiel dann sagen, hey, du läufst in die vollkommen verkehrte Richtung. Willst du nicht mal umdrehen? Mit so einem netten, unpenetranten Pfeil, der dann aufleuchtet irgendwo. Was? Rezessionsschädel frei. Da lag ein Schädel? Lol, ich habe jetzt durch Zufall einen Schädel eingesammelt und nicht mal aktiv gesehen. Lol, Roffel. Okay, alles klärchen. Ich weiß hier jetzt auch nicht mehr, wo die Schädel liegen. Ich konnte in den bisherigen Parts noch damit rumpfen, dass ich wusste, wo die Schädel liegen. Lag ja auch daran, dass ich das im Singleplayer schon mal gespielt hatte. Vorher. Aber wenn hier der Schädel liegt, dann heißt das auch ganz klar, ich bin hier falsch. Weil Schädel liegen normalerweise immer da, wo man nicht hin sollte. Huh. Was ich noch aus der letzten Mission übrigens, um das nochmal um es nochmal zu erwähnen, man muss ja nicht alles auf Englisch reden, ne? Was ich nochmal, kann man ja nochmal aufgreifen. Wir haben ja im letzten Part im Kontrollraum erfahren, dass Halo vermutlich eine Waffe ist. Und dass der Waffenraum, glaube ich, auf den Captain Keys ganz scharf ist und dorthin gegangen ist, dass der nicht so dolle ist. Warum, weiß momentan, glaube ich, nur Cortana, weil die hat es uns noch nicht gesagt. Haben wir den, glaube ich, sogar... Wir haben den sogar zurückgelassen, oder? Guck mal, hier liegen tote Quants. Also, denke ich mal, ich muss in die Richtung. Ja, ich glaube, ich bin jetzt... Durch den Kampf bin ich, glaube ich, komplett in die verkehrte Richtung gelaufen. Scheiße. Naja, gut, ist nicht schlimm. Wir haben ja dafür einen Schädel eingesammelt. Das ist auch okay. Oh ja, man könnte auch einfach den Lichtern folgen, ne? Das wäre so eine brillante Idee. Den Lichtern folgen oder den Gegnern? Gegner habe ich keine gesehen, also folge ich den Lichtern. Ja, was man übrigens auch noch machen kann mit Kinect ist Analyse. Dann kriegt man so ein Analyse-Ding und dann kann man das analysieren. Warte mal, wie waren da viele Befehle? Ich habe das alles nicht mehr im Kopf. Ich habe das mal gekonnt. 3D aus, 3D an, Untertitel an, aus kann man auch anschalten. Seht ihr mal. Scan. Ah, Scan ist der Befehl. Man kann es heller, dunkler machen, sieht man ja alles. Pause, fortsetzen. Bibliothek, fortsetzen. Klappt sogar. Fortsetzen. Analyse. Scan. 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 Ja, und dann kann man halt so scannen, ne? Sachen, die bereits natürlich in der Datenbank sind, das ist unnötig nochmal zu scannen. Scannen. Na egal. Ja. Ich fände es ganz praktisch, wenn man irgendwie sagen könnte, Hilfe. Und dann sagt er, wo man lang muss. Das wäre ganz cool. Oh, ach ja, Bibliothek. Gibt's übrigens auch. Die funktioniert bloß gerade nicht. Bibliothek. Achso, und dann müsste man jetzt das Spiel verlassen. Aber da werden die gesamten Informationen aufgelistet. Auch seht man, da sind Gegner, das heißt, wir sind hier richtig. Ich wechsle mal schnell die Waffe. Könnte man jetzt per Sprachbefehl machen, mache ich aber nicht. Und da vorne, ey Mensch, hier sind ja Marines, guck mal. Wenn man auf Radar guckt, sieht man das. Granate! Babs! Das ist schon schön. Wäre natürlich noch viel geiler, wenn man irgendwie den Marine-Kollegen die Verstellung... Wo war schlagen? Hier war schlagen. Erstmal instinktiv B gedrückt. Oh doch, auf die schießen. Oh doch. Schnauze! Hey, du hast einen Plasmawerfer. Den hätte ich gerne. Yeah, Niedler. Kein Plasmawerfer, Niedler. Hm? Ich bin zu doof. Stirb! Oh, ist schon tot. Ah, guck mal, eine Waffe. Ich dachte, es sei ein Ghost. So, erstmal kann man das Ding Analyse. Analysieren, scan. Scan. Ja, und dann sieht man, wie gesagt, die Sachen, die man auch noch scannen kann, sind dann so ein bisschen orange, ne? Analyse beenden. Danke. Das hat jetzt, glaube ich, erstaunlich schnell geklappt. Ich glaube, da war immer auch nur ein Timeout drin. Analyse.
Okay, hier kann man nichts scannen. Ich dachte, diese Gefäße hier könnte man scannen. Egal. Analyse beenden. Wie man sieht, es klappt mittelmäßig gut. Kann man den Aufzug scannen? Analyse. Analyse. Nee, kann man nicht. Also es klappt mittelmäßig gut. Es ist halt, auch wie im Dashboard, wenn die Xbox, also wenn die Kinect nah an euch dran steht, dann hört die euch natürlich auch besser. Ist logisch und meine steht jetzt mittelmäßig weit weg. So. Aufzug fahren. Jetzt geht's los mit Aufzug fahren. Trollaloa. Ja, ich weiß, dass es das Lied nicht gibt. Egal. Sind die Gegner? Laden? Oh ja, hier sind Gegner. Wenn es lädt und rote Punkte anzeigt, dann sind hier Gegner. Granate! Verdammt! Klappt nicht! Hat nicht geklappt! Bitch, please! Warum habe ich für den jetzt eigentlich Munition verschwendet? Man weiß es nicht. So, ach, ich glaube, ich weiß auch jetzt, welches Level wir genau sind. Ich muss mich immer so ein bisschen umsehen. Was ist denn das? Analyse? Schade, kann man nicht scannen. Na gut. Analyse beenden. Gar nicht erst dein Schild auspacken. Kannst du dir schenken. Lol. Wow, 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 wow. Erstmal schmeiß ich eine Granate dahinter. Und du gehst tot. Ich danke. Ich komme wieder. Find die immer gut, brennen sollst du. Alter! 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 Du Arsch! So, ich nehme mal ganz stark an, dass ich sogar in diesen Gang da rein muss, weil war der Kontrollpunkt. Aber ich gucke mich hier nochmal erstmal kurz um. Vielleicht gibt es ja hier noch was Spannendes zu sehen. Menschen zum Beispiel. Tote. Ah, wir haben also die Marines gefunden. Mich dünkt das so. Kann man die analysieren? Analyse. Das klappt nicht. Ach ja, warum habe ich nochmal Geld für Kinect ausgegeben? Ach ja, richtig, weil ich es gar nicht gemacht habe. Richtig. Kinect hat mich ja zum Glück keinen Cent gekostet. Nette Geschichte, wie ich zu Kinect gekommen bin, gab es ein Sonderangebot auf einen großen Versandhändler mit A. Kennt ihr alle. Deswegen muss ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und dort gab es halt Kinect zusammen mit Mass Effect 3 für 120 Euro oder so. Kinect normalerweise kostet 100 Euro. Und ich habe dann... Und Mass Effect hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch 60 gekostet, weil es war kurz im Release. Und deswegen habe ich es mir gekauft, weil es... Alter, hier. Weil es billig war. Ich habe sozusagen... und das war Ostern gerade zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, hier, schenk mir bitte Kinect für 50 Euro oder 60, keine Ahnung, wie wir uns geteilt haben das damals. Ich habe die andere Hälfte bezahlt und dadurch habe ich im Prinzip, wenn man es faktisch sieht, habe ich mir Mass Effect 3 zum Vollpreis gekauft für 60 Euro und Kinect dann geschenkt bekommen zu Ostern. Alles in einem Paket. Kann man so interpretieren, dass ich dann also nichts für Kinect bezahlt habe. Aber ich fand das, wie gesagt, einen schönen Deal. Ich weiß nicht mehr, wie viel es genau gekostet hat, und das war es mir wert. Also mir war es das wert. Ich finde Kinect eine schöne Spielerei und wie gesagt, dafür, dass man... Oh, what the fuck, ist ganz schön blutig hier. Dafür, dass ich, wie gesagt, dafür faktisch umsonst bekommen habe, ist es eine schöne technische Spielerei. Müsste man mal einen PC betreiben, mit so... Gab es ja ein paar Tools, aber habe ich nicht geschafft bisher. So, guck mal. Niedler, jede Menge. Hat meine Munition scheint voll zu sein. Und dann ist ja gut. Was ist hier passiert? Ich meine, hier liegen tote Aliens rum. Hier liegen tote Menschen rum. Irgendwas ist hier passiert. Naja, wie Cortana schon sagte, sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Sicher ist sicher, dass es nicht sicher ist. Hä? Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Oh, ich habe vermutlich Kinect hat mal wieder gedacht. Waffe wechseln. Analysieren, macht das hier einfach meine Sprache neu hier. Also das kann aber gar nicht sein. Jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Jetzt bin ich hier so random rumgelaufen, dass ich komplett die Orientierung verloren habe. Ich glaube, ich kam aus der Tür da. Dann gehe ich mal hier weiter. Oder kam ich aus der Tür? Wenn hier Blutspuren sind, dann weiß ich, dass ich von hier komme. Ich komme von hier. Ja, richtig, ich komme aus der... Ach man, das ist so schlimm.
Das ist halt Halo, ne? Bisschen verwirrend immer. Gucken wir hier mal weiter. Boah, beim Nachladen und Kontrollpunkte machen ist es... Alter, nicht auf mich schießen. Zurück! Zurück! Aus mir macht ihr keins von diesen Dingern! Ich puste euch das Hirn raus! Rührt mich nicht an! Ja. Entschuldigung, aber du hast auf mich geschossen, Alter. Okay, irgendwas läuft hier kaputt. Die Menschen drehen an, fangen an durchzudrehen. Oh Gott. Was für ein Massaker muss hier gewesen sein? Das müsst ihr jetzt mal in der klassischen Ansicht sehen. Wartet mal. Okay. Hier sieht es nicht so schlimm aus. Weniger Blutfleck und so. Hm. Na gut. Analyse. Oh, guck mal. Scan. Ah, Marine gescannt. Perfekt. Yo, so muss das. Das Schlimme ist ja, ich weiß ja schon, was hier für ein Massaker passiert ist. Und ihr werdet es noch erfahren, wenn ihr es nicht auch schon wisst. Ich meine, Halo ist ja nicht gerade neu, alt. Also, ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das Spiel schon 10 Jahre alt und ihr hättet noch nicht genügend Chancen gehabt, euch zu spoilern. Ich meine, das ist Ansichtssache, ne? Wenn man das, wenn man sich für das Spiel nicht interessiert, dann muss man sich auch nicht angucken. Was ist jetzt los? Ah, jetzt hat das Spiel auf die klassische Ansicht gewechselt. Ich glaube, ich mache dieses Connecting gleich aus. Wenn das jetzt noch einmal falsch reagiert, nur weil ich rede, dann mache ich es, glaube ich, aus. Das sollte im Kampf nach Möglichkeit nicht passieren, ne? Das wäre immer schlecht. Hier ist vor allem so ruhig. Ich habe das Gefühl, hier kommen später noch ganz viele Feinde. Und vor allem, ich weiß ja eigentlich schon, dass hier ganz viele Feinde kommen. Na, guck mal, kann man was anmachen. Ah, eine Lichtbrücke. Ui. Hm. Analyse. Ach, habe ich schon gescannt. Ich dachte, so eine Waffe hätte ich noch nicht. Scan? Schade, war jetzt orange, Schwester, deswegen dachte ich, dann könnte es scannen. Analyse beenden. Ich voll horscht. Hier seht mal, wo wir wieder beim Thema Copy and Paste sind, ne? Kommt uns das bekannt vor? Und da die Tür, verdammt, das ist derselbe Raum. Wir sind nur eine Etage gegangen und ich bin runtergefallen. Ah, okay. Ich wollte gerade nochmal über das Spiel herziehen, aber hey. Kann ich mir schenken. Ja, richtig. Wir sind im selben Raum wieder gelandet. Was ist das für ein Giftgas hier? Ist das gesund, das kaputt zu schießen? Hm. Egal. Scheint uns jedenfalls nicht viel zu schaden. Nachladen. Ach, ich mag diese Sprachsteuerung irgendwie. Es hat schon was, auch wenn es teilweise ein bisschen leckig ist. Da müssten sie echt dran arbeiten. Ich meine, verstehe nicht, warum brauche ich dafür vor allem so ein Connecten mit Kamera, ne? Warum kann ich da nicht einfach ein... Weiß ich nicht. Ein Headset nehmen. Na gut, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Also würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal Pause und suchen Captain Keys im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.